Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dying Light. So, dann wollen wir mal weitermachen mit dem, was wir hier noch vorhaben. Und zwar, wir sind ja immer noch im Event. Und wir hatten ja jetzt ganz viele Parcours und bla 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 gemacht. Jetzt hat sich sogar das hier umgeändert. Okay, gut, nicht so schlimm. Schattenjäger mit Blutungs-, Verbrennung oder Elektroschaden getötet. Das dürften wir hinkriegen, wenn wir einen Schattenjäger sowieso mit 10 Schockpfeilen treffen sollen. Also passt das. Und dann wollen wir mal gucken. Wobei, na, ich mach das nicht von hier aus. Bis jetzt hier habe ich mich am sichersten gefühlt. Wir müssen sowieso eine Viererjagd auslösen. Das heißt, wir machen erst den Schattenjäger platt und dann lassen wir uns mal eine Runde jagen. Laufen wir dann einmal mal quer durch und dann gucken wir mal. So, einmal bis Dunkelheit geschlafen. Und dann schauen wir mal, wie viel ich jetzt verwenden muss und alles mögliche. So, erstmal Bogen rein. Bogen natürlich noch die Schockpfeile. Dürften eigentlich passen. So, erstmal nach oben hier. Machen wir gleich Licht an. So, geschrien hat er schon. Das war... Ja, doch. Hat geklappt. Aua, aua, aua. Gut, das erste hat nur geklappt oder das zweite nicht? Wie viel war denn das? Schattenjäger mit Blutungs-, Verbrennungs- oder Elektroschaden getötet. Habe ich ihn jetzt mit einem Pfeil getötet oder was? Natürlich nicht so cool. Na, brennt's ein bisschen? Das scheint ihn aber nicht so ganz zu stören. So, probieren wir mal so aus. Vergiss es. Na, lass mich mal kurz rein hier. Mal kurz nochmal den hier nehmen. Ja, komm. Jagd ist noch nicht vorbei hier. Ich weiß, es ist vorbei, aber trotzdem. Dann kommt mal her hier. So nicht. So. Na, kommt, brennt, brennt, brennt. So, nochmal einen Schlag gegeben. Hoppala. Oh, 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 oh. Nochmal einmal nehmen. Lass mich in Ruhe. Oh, da habe ich mich selbst angezündet. Das war nicht so cool. Böses Feufeu. Einen auf den Schädel gegeben. Noch ein. So. Gut, der ist auch down.
Oh, oh, oh. Gut, nächsten verprügelt. Wir sind noch in der Jagd. Okay, das hat auch schon mal gezählt. Wunderbar. Mit allen Tricks vertraut hier. Oh, ich kann hier ein bisschen was mitnehmen. Einfach gönn, 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 gönn. Und das sogar mit einer schlechten Waffe eigentlich. Brauch wieder einen. Ah, wunderbar. So, kommt mal wieder her hier. So. Vergiss es. Au. Hat er mich erwischt. Gut. Kampfaufstieg. Komm, nochmal einen Boost nehmen. Lass mich in Ruhe. Friss das. So, einen nochmal einen Kopf werfen. Na, erwischt, Kollege. Und noch einen. Einen haben wir da noch. Komm, komm, komm. Jagd soll ja nicht abbrechen. Können wir nochmal einen Schadensbonus? So, einfach ein bisschen looten. Jetzt darf die Jagd bloß nicht abbrechen. Ah, kommt schon der nächste. Wunderbar. Na, 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 na. Ein von hinten. Zweiten. Wunderbar. Rache. Rache. Was anderes machen wir hier nicht mehr. Okay, jetzt kommen aber recht viele. Okay. Lass mich in Ruhe. Okay, wir haben es ja eh schon geschafft. Also wir haben es ja jetzt schon so weit hinter uns. Okay, Kopfgeldbonus. Aufputsch mit... Regeneration. Oh, ich habe Regeneration gekriegt. Schön. Und das globale Event ist auch fertig. Gut, das heißt, ich möchte jetzt nur noch looten. Erstmal die Jagd jetzt runterkommen lassen. Ich nehme jetzt hier einmal kurz... normale Arzneien. Jetzt versuchen wir hier noch so viel wie möglich mitzunehmen. Ah, Blut. Stimmt. Wir kriegen ja jetzt neue Dinger hier. Da sind noch zwei. Ja, nee, 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 nee. Bleib cool, bleib cool. Ich will erstmal gucken, was wir hier so Schönes gekriegt haben. Haben da ja jetzt neue Spritzen gekriegt. Genau. Blutfiole der Timore. Eine mit Vampirblut gefüllte Fiole, die Timore Kräfte verleiht. Sie gewährt ungeheure Fähigkeiten zur Gesundheit und Ausdauerregeneration. Aha. Ja, lohnt sich doch. Lohnt sich doch.
verstärkt Sprungfähigkeiten und erhöht die maximale Ausdauer sowie das Tempo. Fallschaden ist verringert, aber nicht zu früh gefreut. Aha. Zur Verwendung mit Doppelsprung und Weitersprung empfohlen. Die erhöht den Schaden. Das sind alle zu grüsslichen. Blue Fiole ist jetzt nicht so strong. Als jetzt hier zum Beispiel die wir jetzt neu gekriegt haben. Oh, 180 Sekunden. 2%, fast 3% sogar. Fast im Vollen. Das ist schön. Also hat sich schon wieder ordentlich gelohnt, ne? So, wir hatten jetzt hier auch die letzte Fähigkeit, die wir uns noch einverleiben können. Im Kampf. Jetzt müssen wir eigentlich nochmal Parkour ein bisschen machen. Parkour-Fähigkeiten. Na, hier liegt noch ein bisschen. Wir nehmen natürlich noch ein bisschen mit. Nee, 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 nee. Ich will jetzt nicht nochmal fighten jetzt hier. Bleib cool, bleib cool, bleib cool. Wollte nur noch ein bisschen Reste mitnehmen und so. Du überlegst ja. Sonst hau ich dir das Ding einfach um die Ohren hier und dann bist du auch tot. Schnute jetzt. So. Selber schuld. Also hier bis jetzt komme ich am besten klar mit so ein bisschen Buffmittel und ähnlichem. Kann man hier richtig böse, böse arbeiten. So, was nehmen wir denn hier nochmal mit? Nehmen wir mal hier. Gucken wir mal. Ob das die Viecher auch anlockt. Warum ist da so ein Fragezeichen vor mir? Ist er ausgewichen? Ne? Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Du erst recht. Hau ab. Ja, doch nicht so einfach. Na, zumal. Die Heilsalben sind zwar gut, aber nicht so gut. Aber ich kann immer so zwischendrin einmal kurz wegknabbeln. Ich komme mir vor wie der übelste Schisser. Aber egal. Jetzt haut er auch noch ab. Ich wollte jetzt gerade so viel von hinten noch machen. Ja, komm nachher. Komm. Stirb mal ein bisschen schneller, ja. Habe ich jetzt gerade meine Waffe weggezappt? Na? Nehme ich halt mein Schwert gerade mal. Na, komm. Zack. Vergiss es. Heute mal nicht, mein Freund. Obwohl. Freunde sind dann ja nicht wirklich. So, zwei mit einem Schlag.
Der ist down. Weg ist es. Oh. Die hauen aber noch Schaden raus, ne? Ich glaube, das war's jetzt schon. Mehr als Stufe 2 kriegen die hin. Die röcheln ja jetzt gerade aus. Dann kann ich ihm nochmal alles mitnehmen. Wie war das? Was wolltest du? Kommt gleich der nächste. Aua. Kein Spooky sein. Vergiss es. So, schon mal. Jetzt röchelt man schneller aus hier. Hab ich jetzt aber wirklich meine Waffe aus Versehen im Kampf geworfen, so im Eifer des Gefechts? Ich glaube schon, oder? Aber ich sehe hier keine Waffe. Ich glaube, ich habe meine Waffe einfach so weggeworfen. Ne, das war ja ein Fail. Aber hey, es wird schon langsam besser. Also die Stelle hier finde ich bis jetzt am besten, um eine Jagd ein bisschen zu fighten. Weil hier schön viel Licht ist. Okay, komm. Nee, nee, nee. Ja, sobald es halt zwei oder drei werden, ist das immer das Problem. Zumal die sind auch sauflink. Jetzt reicht's ja aber. Na, 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 na. Ne, komm. Ah, einmal habe ich dich wenigstens erwischt. Gleich nochmal. Auch von hinten wieder spucken, ha? Au. Spiel nicht mit den Großen. Na, solange sie alle schön da von einer Seite kommen. Alles kein Problem hier. Na, erwischt habe ich ihn. Oh, ausgewichen. Dann geht's halt voll auf die Beine, mein Freund. Ja, so kann Jagd auch mal Spaß machen. Wir kommen langsam in den Genuss. So, nehmen wir auch alles mit. Muss jetzt aber gleich erstmal gucken, habe ich jetzt wirklich meine Waffe... Ich habe jetzt auf die Waffe natürlich nicht so geachtet, ne? Kommt ja die nächste, ich habe ja genug Waffen. Aber okay. Aber hier klappt das eigentlich ganz gut. Geht nicht so aggressiv auf die... Na komm. Jagd ist vorbei. Ja gut, dann halt nicht. Nehme ich euch beiden nochmal mit. Aua, Jagd ist vorbei. Hast du es nicht gehört? Nee, hat er nicht gehört. Ruhe jetzt. Wollte doch nur ein bisschen Zeug mitnehmen und so. Gut, aber bevor ich jetzt hier sterbe, jetzt bin ich jetzt schon auf Half-Life runter. Ich will jetzt auch nicht so viel verwenden. Es kann schon mega spaßig werden. So, einmal hoch hier.
Würde ich sagen, gucken wir, dass wir schnell die Nacht beenden. War das jetzt hier unten, wo ich meine Dings hatte? Ja. Machen wir kurz die Nacht zu. Dann kriegen wir nochmal den ganzen Bonus oben drauf. Und dann passt das. Hm. So, Kampfpunkte haben wir jetzt auch alle zusammen. Und dann kann ich aber jetzt erstmal in Ruhe gucken. So, nur kann ich da ja auch gleich nochmal runtergehen. Ja, Tatsache, ich habe meine Waffe weggeworfen. Oder sie ist kaputt gegangen. Eins von beiden. Dann muss ich mir nochmal in die Aufnahme angucken. Über eine Stunde gelaufen. Über eine Stunde bist du gelaufen. So, dann können wir ja mal kurz gucken. Wir haben ja jetzt ein bisschen was dazugekriegt hier. Sechs davon. Davon hätte ich gerne noch ein paar mehr. Ist jetzt die Frage, nehmen wir die jetzt einfach rein und benutzen die und farmen sie uns oder nicht? Sieh mal einer an. Schwierig. Na komm, Elektroteile gehen auch immer. Upgrade, ja. Das, was ich gerne upgraden würde, das kann ich noch nicht upgraden. Aber wir haben jetzt 70 infizierten Trophäen wieder. Alles klärchen. Ja, ich weiß, dafür bräuchte ich dann 100 und genau hier bräuchte ich dann auch 100. Aber dann könnten wir auch langsam mal... Na, wir könnten noch mal gucken, ob wir uns vielleicht nicht noch mal eine neue Waffe machen, wa? Na, nee, komm, erstmal machen wir Upgrade in die kleineren Sachen. Damit wir dann halt auch mal ein bisschen mehr machen können. Das heißt, jetzt gehe ich mal langsam in die UV-Leiste, weil die hilft eigentlich auch immer sehr gut. Ja, jetzt brauche ich wieder infizierten Köpfe. Dann gucken wir hier nochmal. Ja, was darf sein? Ich nehme mal deine UV-Leisten, nehme ich mal gerne mit. Du hast wirklich einen guten Geschmack. Sonst hast du aber nichts weiter mehr. So, verkaufen. Die werde ich jetzt genau mal los. Rechtzeitig. Genau rechtzeitig, ne? Dann ist ja gut. Genauso wie die Dinger kann ich eigentlich auch mal zu Geld machen. Benutzen werde ich die nicht mehr. Ich benutze, wenn dann die hier. Davon habe ich schon 98. Ich kann mir auch jederzeit durch die ganzen UV-Pilze nochmal neue machen. Die hier sind halt OP. Die Dinger sind OP. Ich freue mich auf die Dinger hier. Ansonsten, ja, verkaufen. Ich könnte noch Münzen verkaufen. Danke, Süßer. Sowas habe ich schon gesucht. Das kann ich dir noch verkaufen. Das hier kann ich dir noch verkaufen. Das hier ebenso. Baby, genau das brauche ich. Na, wenn du das genau das brauchst, dann ist das super. Das kommt auch weg. Also, warum nicht? Ich weiß nicht, warum nicht. Kann ich dir nicht sagen. Mehr ist immer besser. Ja, sehe ich genauso. So. Dann können wir dir nochmal den ganzen Ramsch in die Hand drücken. Woher wusstest du, dass ich danach suche? Und dann haben wir doch mal ordentlich was reingekriegt. Du kannst mich jederzeit besuchen. Das hat doch ganz gut geklappt. So, jetzt muss ich mal überlegen. Machen wir uns jetzt noch eine neue Waffe? Oder, nee, komm. Ich sehe jetzt, ich gucke jetzt gleich nochmal unten, ob die da vielleicht noch unten irgendwie liegt. Mein Knüppel. Das heißt, wir laufen jetzt noch einmal runter hier. Vielleicht liegt die hier noch irgendwie, aber ich glaube durch das Schlafen sowieso nicht mehr. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich die hingepfeffert haben könnte. Ich glaube, die ist ins Nirvana verschwunden. War Eifer des Gefechts. War zu euphorisch. Weil den Waffenwurf, den haben wir ja auch schon drauf. halte gedrückt und dann bin ich wohl wahrscheinlich gegen das F gekommen. Ne, ist es Kraftangriff? Ah doch. Drücke F um. Ja, gut. Kann passieren, ist passiert. Jetzt bin ich nur am Überlegen hier von den Buff-Dingern, ob ich mir davon nicht jetzt mal so die Dinger schon mal reinpfeifen könnte, um sie halt auch mal ein bisschen auszuprobieren. Das heißt, wir machen jetzt mal so die Einstellung. Gucken. Das hier ist jetzt für... Jetzt muss ich mir auch noch die Farben merken. Den Schaden, das ist Schaden. Das hier ist Sprungfähigkeit. Und das hier
Hört sich so an, Ausdauer und Fähigkeitenregeneration. Ich wollte gerade sagen, du wolltest jetzt was von mir. Aber nee. Ja, wir müssten sowieso eigentlich weiter Parkour-Fähigkeiten aussetzen, ne? Also die Kampfdinger haben wir ja jetzt fertig. Es fehlt ja jetzt eigentlich nur noch zwei vom Parkour. Haufenweise vom Hemmstoff. Jeweils 10 Stück. Ja, okay. Wir sind aber auch noch nicht so weit in der Story, weil ich ja hier noch die ganzen Nebenquests mache und auch bei den Nebenquests immer noch mal was Cooles finde. Ah, schwierig. Ne? Schwierig, schwierig. Hier dürfte bestimmt auch noch mal ordentlich was sein. Oder hier. Da waren wir ja noch gar nicht. So richtig. Ich denke mal, hier hinten wird auch noch mal ordentlich was versteckt sein. Frag mich nur, warum der so komisch sendet, der Turm. Aber na gut. Na siehst du, da sehe ich doch noch ein paar Hemmstoffe. Ja gut, wir hätten noch Hemmstoffe, hätten wir noch definitiv ein paar. In der Stadt habe ich ja noch viel zu tun. Gut, ich mache mir jetzt den hier nochmal auf. Mein Kurierbonus. Das ist die verkehrte. Die hier ist es. So. Nehmen wir einmal mit. Aber Event habe ich jetzt soweit fertig. Das heißt, ich bin eigentlich erstmal soweit glücklich. Hoppala. Jetzt hätte ich dich beinahe geschlagen, Kollege. Na komm, dann gehen wir uns das Ding hier nochmal holen. Aha. Willst du wirklich mit dem fighten? Na, getroffen habe ich ihn. Anspringt zählt nicht. Gib mir langsam Ausdauer. Wer jagt denn hier jetzt alles in die Luft? Sieht alles sicher aus. Guck doch mal nach vorne. Na gut, ich mach mal so. Dann machen wir dich weg. Findet ihr bestimmt interessanter als mich, oder? Genau. So, dann verliert er schon mal. Dann gucken wir hier mal kurz rein. Was haben wir denn hier Schönes? Die Ein-Mann-Packung. Können wir den hier öffnen? Ja. Nicht so wackeln, Aiden. Das hat nicht hingehauen. Sag mal, wo ist er denn? Hier ist er. So, dann machen wir auf. Waffe und Co. Passt. Mein Visier ist schon ganz schmuddelig hier. So. Möchte noch jemand kommen? Ah, noch eine Waffe. Nimm einfach alles eiskalt mit hier. Na, wo bist du? Medizinisches Personal.
Dann gucken wir hier nochmal rein. Vielleicht nochmal Medikits. Nee, einmal eine Packung. Aber Batterien sind schon mal ganz gut. Ja, mehr werde ich jetzt hier, glaube ich, auch nicht finden. Hier an der Seite war ja sonst nichts weiter. Okay, wer hat denn da Honig und so weiter hingelegt? Ist das nett für, von euch? Gut, na denn. Hat doch ganz gut soweit gepasst. Und ihr macht die Verbrennung schon fertig. Na gut, dann einmal kurz hier wieder hoch. Das Fischauge ist auch noch für sich wirklich ein guter Spot. Das lohnt sich auf jeden Fall. Man kann hier gut farmen. Na, mal gucken, ob wir die nächste Nacht dann wieder genauso gut hinkriegen oder ob die denn vielleicht sogar ein bisschen schlechter wird. Wo ist dieses Fragezeichen, was ich da habe? 33 Meter soll es in der Richtung sein. So ein merkwürdiges Fragezeichen. Weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht beantworten. Aber wir werden schon immer besser. Es läuft langsam. Und dann probieren wir nächstes Mal die Dinger hier aus. Ja, machen wir nächstes Mal dann halt wieder mit Kopfgeldern, weil jetzt haben wir nichts. Jetzt haben wir 12 von 11. Okay, nicht so schlimm. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal ein Finally Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.